Guten Tag, Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Geometrie. Ich werde nicht was anderes tun als Level zocken. Ich werde. Ja. Am Ende des Videos höchstwahrscheinlich diese Kiste hier noch öffnen. In der Hoffnung, ich kriege ein Poison Shards oder sogar Shadow Shards oder endlich mal die Lava Shards. Von denen brauche ich noch einige. Und hier Create Noob. Ja, nee, das nicht. Ein bisschen. Zu bauen. Das ist es bis jetzt. Ja, und da oben ist. Das hat nicht das ganze Level geschätzt. Heute Mittag ungefähr eine Stunde, um die ersten Umrisse zu bauen. Ja, heute dann danach wieder kurze Zeit, also so eineinhalb Stunden oder eine Stunde für die, also eine Dreiviertelstunde für die Umrisse, also nur das Weiße hier. Dann heute Nachmittag nochmal so eine Stunde für das da und hier unten angefangen und dann heute Abend noch das vollends unten fertig und hier sah sie diese Schuppen sollen es darstellen. Oder das Auge habe ich dann auch gemacht. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo ich das hinschieben soll. Aha, das ist doof. Ganz ehrlich, wobei soll ich das jetzt hinschieben? Ich schiebe es jetzt einfach mal dahin, wo es gerade am wenigsten. Weil ich einfach gerade. Ich schieße jetzt einfach da unten hin. Das ist perfekt. Ich weiß sofort, was ich tun möchte. Ja, so sie hier. Also das wird es mittlerweile, das wird auf jeden Fall noch verbessert. Zum Beispiel die schwarzen Punkte werden komplett unsichtbar. Das sind die Drehpunkte vom Kiefer. Das weit die Mund, genau. Die oberen Hälften, was nein. Die untere Hälfte und obere Hälfte wird auch nochmal anders, glaube ich, angesetzt, damit es besser aussieht. Ja, und da kommt allgemein noch mehr Deko dazu. Zum Beispiel die Zähne werden, glaube ich, noch anders. Ja, die werden auf jeden Fall noch anders. Ich bin am überlegen, ob ich den Zipfelbart da unten wegmache. Ich weiß nicht, warum ich den da hingemacht habe. Ja, gucken wir mal, ob wir das Daily Level schon geschafft haben. Ich weiß nicht, mir fällt gerade echt nichts mehr ein zum Bauen. Okay, dann war das wahrscheinlich der Fail. Eingehen des Jahrhunderts, das ist ja der Fail Anfang des Jahrhunderts. Ja. Ich möchte dieses Level endlich beendet haben, auch wenn ich damit nur eins von den 5 Demon Gauntlet Leveln habe. Aber es bringt mich zwar kein bisschen Hebebau, da habe ich danach doch an dem Level was gesagt, aber okay, keinen Bock mehr. Mich nervt das so stark, das glaubt ihr immer noch nicht, ich sage es immer wieder, aber... Ja, wer die letzten Folge, eine, glaube ich, die letzte Folge, nee, die vorletzte Folge, die letzte Folge Geometrie, das ich nicht gesehen habe, ich habe das Chaos Pack geschafft, ich habe Theory of Relativity geschafft. Mein Hasslevel, ich hasse es, ich weiß nicht warum, aber es ist nur insane, aber ich kann es nicht. Da ist am Ende so ein UFO-Part, der fuckt mich wirklich wortwörtlich ab, der ist einfach nur höllenartig, so. Setzen wir hier einen Checkpoint. Ich kann das Level nicht gut. Ich kann das Level schon ganz ordentlich gut. Ich habe in einem Video angefangen, hier im Practice darüber zu reden. Und jetzt mache ich es einfach mal fertig, weil ich muss es spontan abbrechen. Ja, hier 1-2-3, 1-2-3, Einsprung, 1-2-3, in der Wave aufpassen. Da muss man echt aufpassen. Was mache ich denn hier? Da muss man echt aufpassen, dass man da gut ankommt, ein bisschen mittig, weil man da wird mit so einem UFO. Da darf man nicht springen vergessen, 1, 2, 3, Sprung. Da bin ich die ganze Zeit hochgegangen, aber das ist ein Fehler. Denn es geht wirklich, dass du über diesen 2 Block breiten Abgrund hier so glitschen kannst oder so. Was der Schlüssel zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Ich weiß echt nicht, wo da ein Schlüssel gewesen sein soll. Ah ja, da fängt es schon an, dass ich da früh gefällt habe. Da musst du die alle 4 erwischen, den markierten. Was machen neu? Den auslassen. Und den unteren gelben nehmen, den auslassen. Hier nur die 2 blauen und dann sofort springen, weil. Oder so perfekt wie möglich da springen, weil sonst töten einen die schwarzen Zahnräder. Ich weiß es aus eigener Erfahrung.
Hier, der ist eng, der Part. Ich nehme da immer den unteren, weil der ist für mich persönlich der einfachste. Ich probiere jetzt mal die anderen Parts auch noch zu schaffen. Ja, also ich glaube, das ist deutlich schwieriger. Also ich in der unterste Part ist echt der einfachste. Ja, komm, ich will das Video jetzt nicht zwei. Komm, ich will das Video jetzt nicht 20 Minuten lang mit Trash füllen. Okay, der Part ist nervig und der oberste ist auch nervig, finde ich. Oh, come on. Ja, ich nehme als unteren Part, ich kann die anderen Parts nicht. Zack, zack, so. Genau, da eben nicht springen, den, warte mal, ich wusste es nochmal. Was mache ich hier? Zack, da einfach, okay, ich zeig hier nochmal. Da kurz warten, dann nicht komplette Stärke springen, weil sonst stößt man die Decke. Fast komplett, dann nochmal einen kleinen Sprung. So, fast komplett, kleiner Sprung und hier zwei kleine Sprünge. Den nicht vergessen, den Jump Ring, dann nichts drücken, hier einmal springen und dann wieder fallen lassen. Den nicht vergessen, so. Da muss die Stelle ist nervig, da bin ich oft gestorben an dem Ballpart. Da muss man im Portal schon drücken, um hochzugehen, dann wenn man Ball ist. Den nicht zu früh drücken. Tak, 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 tak. Zack, 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 hoch, runter, hoch. Und hier ist der nervigste Part vom Level. Direkt, wenn ihr ins Ufo kommt, nicht direkt, aber es, also ihr geht ins Ufo, dann kurz warten und einen Sprung, 1, 2, ja, es ist schwer zu klären, 1, 1, 2, 3, und dann fallen lassen, 1, 1, ich mache es so, es geht auch, indem man hier ein paar Sprünge davor macht, aber ich mache es persönlich anders, 1, 2, 3, fallen lassen, 1, 2, 1, 2, 3, und das ist, finde ich, schwierig, das ist eigentlich sogar noch vom Timing her schwieriger. Ja, und dann hier muss man auch noch ein bisschen abzählen und hier ist das Ende. Hier bin ich gestorben schon mal. Hier bin ich schon gestorben und hier bin ich gestorben. Da muss man beide drüber springen. Sobald man das Gelbe kommt, stößt man die Decke. Aber wenn man aufs Blau geht, kommen oben Spikes runter. Also das Level ist einfach nur die pure Hölle für mich. Und möchte jetzt eigentlich noch... Komm, wir probieren jetzt einfach mal ein Map-Pack. Wir spielen jetzt halt mal... Okay, wir spielen jetzt dann doch kein... Was wollte ich jetzt sagen? Wir machen jetzt dann doch kein Level weiter. Das kann ich in einem anderen Video machen. Da wird mich dann auch nicht nur den Kisten öffnen, sondern probieren es ein Map-Pack. Mir würde das noch fehlen und dann könnte ich sogar noch ein UFO freischalten. Ich weiß auch schon, welches das für 30 User für 30 Map-Packs. Und das ist das Bowser-UFO da. Ja, oder wie es Leute auch nennen, das Bowser-Klo. Oder Bowser's Klo, oder ja. Auch ein schickes UFO auf jeden Fall. Sieht ziemlich sweet aus. Komm, das ist nur ein Level-Mix. Den müsste ich drauf haben. Okay, jetzt kommt Clubstep, das ist aber nur der Anfang. Oh, war das knapp. Bäm! Ja, da haben wir es geschafft. Oh, wir haben die Quest erfüllt. Das nenne ich mal toll. Wie lange geht denn das schon? 9 Minuten. Ja, egal. Ja, würde ich mal sagen, nach 17 Versuchen. Nein? Komm, komm, komm. Komm. Gigi?
Ja, der hat alles geschafft. Das ist nicht witzig, wie nur manchmal auch in einem Don't you dare look at this. Ja, da bin ich auch gestorben. So cool, 18%, ja. Okay, das ist nicht so gut, aber. Probieren wir das da. Ach, das habe ich schon gepracticed. Oh ja, das war das. Das Level hat ein bisschen mit Erinnerungen zu tun, glaube ich. Wenn ich mich erinnern kann, ja. Also schon mal nichts für mich. Ich habe es letztens geübt und ich habe tatsächlich einige Versuche gebraucht. Ich spiele es jetzt nochmal einfach. Ist so 1.9 oder glaube ich sogar schon noch 1.8 basierend das Bundeslevel. Sieht ganz okay aus für das, was man damals haben konnte. Ja. Hier weiß ich noch gedrückt halten. Und dann hier loslassen. Ich bin so froh, wenn ich das hinter mir habe. Ich habe schon ein paar andere Map-Packs gespielt und versucht. Da sind die Level aber teilweise noch ziemlich nervig. Okay, was ist das? 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 Oh Gott. Gar nicht mehr durch, Leute. Okay, wir machen das nochmal von ganz von vorne. Und kommt hier lang. Okay, nochmal weiter hinter. Ich kapier schon jetzt nochmal. Das da. Da. Da springen, darüber. Den aktivieren. Den aktivieren. Da springen. Da springen. Da springen. Da springen. Okay, das war's. Dreimal aktivieren und viermal springen, wenn ich mich richtig erinnere. Wahrscheinlich kommen jetzt gleich, wahrscheinlich denken sich die meisten Leute, ah, du Noob, das war anders. Und ich, habt ihr wahrscheinlich auch recht. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen Level nachdenke, oder wenn ich es jetzt nochmal so spiele, dann ist es gar nicht mal so schwer gefühlt. Es hat echt nur ein bisschen Erinnerung zu tun und echt nicht, einfach nicht fehlen. Ich hoffe, ich werde alles richtig machen zum Zeitpunkt. Vielleicht schaffen wir jetzt heute noch Map Pack. Das wäre doch schön. Könntet ihr dabei sein, wie ich das Bowser-Klo freischalte und die 30 Map Packs damit knack? Ich hätte.